Sie verbinden die Wirtschaft mit den Weltmärkten und sichern den Produktionsstandort Deutschland. Sie sind Drehscheibe für Millionen Reisende und Milliarden Tonnen Waren. Deutschlands Megahäfen. Die Geschichte des Hafens der Hansestadt Lübeck reicht bis in das 12. Jahrhundert zurück. Heute gilt der Gigant an der Ostsee als einer der größten Fährhäfen Europas und als Spezialist für bewegliche Güter im Roll-on-Roll-off-Verkehr, bei dem ganze LKWs und Sattelauflieger auf die Schiffe rollen. 155 Hektar Gesamtfläche mit 24 Anlegern hat der Hafen heute, an denen rund 120 Schiffe pro Woche abgefertigt werden. Neben LKW und Passagieren transportieren sie vor allem Forstprodukte und Zellulose aus Nordeuropa, was Lübeck zu einer zentralen Drehscheibe für Papier und Kartonagen macht. Die Lübecker Hafengesellschaft besteht aus vier Teilen: Skandinavien-Kai, Seeland-Kai, Schlutup und Nordland-Kai. Am Seeland-Kai werden rollende Güter und Container umgeschlagen. Auf einer Gesamtfläche von rund 17 Hektar verfügt das Terminal über drei Anleger. Der Mann, der hier so gut wie alle Probleme lösen kann, ist Ingo Schmidt. Der Job des Vormanns? Die Schiffe im Zeitplan B- und entladen. Zu Beginn der Schicht um 16 Uhr weist er sein 28 Mann starkes Team ein. Schönen guten Tag, liebe Kollegen. Hallo. Wir haben ja heute zwei Schiffe. Ein Schiff kommt leider erst 19 Uhr. Das heißt, wir gehen mit allen Leuten erstmal auf Boot C. Zwei Gänge oben, einen im Keller erstmal. Ne? Und ja, gut, fangen wir erstmal an, geschmeidig, und dann werden wir sehen, was der Tag bringt. Die Schicht hat noch nicht begonnen, da hat das zweite Schiff schon Verspätung. Doch damit hat das Team Erfahrung. In aller Ruhe wird das schwere Werkzeug eingepackt, das zum Verzurren und Sichern der tonnenschweren Ladung gebraucht wird. Jetzt ist gleich 16 Uhr, Schichtbeginn für die Kollegen, und jetzt geht's aufs Schiff. Das Schiff ist gerade gekommen, Borussia ist jetzt leer und müssen wir jetzt laden. Jetzt ist noch Schwergut gekommen, das müssen wir dann auch noch mal so nebenbei machen, mank den Schiffen. Ja. Ingo Schmidts Job ist nichts für schwache Nerven. Selten läuft bei der Abfertigung alles nach Plan. Doch egal wie viel Probleme auch auftauchen, die Schiffe müssen pünktlich wieder raus aus dem Hafen. Ich bin das Mädchen für alles. Man wird ständig gerufen, wir brauchen dies, wir brauchen das. Und das muss ich dann besorgen. Also das geht, ist manchmal natürlich schon alles am Limit, weil wir haben immer mehr zu tun, immer weniger Leute. Das macht das alles natürlich nicht einfacher. Das wenige Personal möglichst effizient einzusetzen, ist daher eine der Hauptaufgaben des Vorarbeiters. So, die Leute habe ich ja eingeteilt, ich fahre euch hoch, ne? Und die drei im Keller nach unten, bitte. Noch während Ingo Schmidt sein Team zu den verschiedenen Einsatzorten fährt, taucht eine bislang nicht eingeplante Kiste auf. Zu allem Überfluss handelt es sich auch noch um Schwergut. Die tonnenschwere Fracht muss heute noch an Bord der Ball Sea gebracht werden. Okay. Das ist hier eine Kiste, die müssen wir vom LKW runternehmen. Die wird auf einen Muffy gesetzt. Dann bekommt man den Zettel vom LKW-Fahrer, St. Petersburg, Ausgangsdatum vom heutigen Schiff dann. Ja, also wichtig, muss heute noch mit. Der Vormann zögert nicht lange und packt selbst mit an. Ja, das mit dem Schwergut machen wir nebenbei jetzt. Das Schiff hat natürlich Priorität, das ist ein Fahrplan. Diese Kiste werden wir mit dem Piggypacker entladen. Der hat 45 Tonnen Tragkraft. Momentan ist ein Spreader dran für Containerbetrieb und kann vier Container übereinander stellen. Kannst du gleich höher stellen. Meine Aufgabe ist alles. Vormann muss alles fahren. Ingo Schmidt darf vom Kran bis zum Pickypacker alles fahren und bedienen, womit sich im Hafen Güter bewegen lassen. Wo immer es brennt, der Vorarbeiter kann eingreifen. Doch so schnell wie gedacht lässt sich zumindest dieses tonnenschwere Problem dann doch nicht aus der Welt schaffen. Schäkel! Der Schäkel passt leider auch nicht. Der ist einen halben Zentimeter zu dick.
Ja, wir wollen jetzt dort oben durch die Löcher Schlaufen nehmen, 10 Tonnen Schlaufen. Ist nicht schön, aber die Kiste muss runter. Die muss heute mit dem Schiff mit, nützt nichts, müssen wir leider so machen. Ein Schäkel ist ein Steckbolzen, der das Fahrzeug mit dem Stückgut verbindet. Passt der Schäkel nicht, kann die tonnenschwere Last nicht wie vorgesehen angehoben werden. Doch stehen lassen ist auch keine Option. Die Kiste muss auf das Schiff. Also muss sich Ingo Schmidt eine Lösung einfallen lassen. So, das sind jetzt hier die 25-Tonnen-Schäkel. Wir haben ja ein bisschen improvisiert. Improvisiert meint in diesem Sinne, statt das Gewicht der Kiste nur über den Schäkel zu stemmen, werden kurze Schwerlastgurte verwendet. Und diese können ein Gewicht von 40 Tonnen tragen. Gleich wird sich zeigen, ob der Plan des Vorarbeiters aufgeht und die 28 Tonnen schwere Kiste mit Schwerlastgurten angehoben und abtransportiert werden kann. Die größte Gefahr besteht darin, dass der Schäkel das Gewicht nicht tragen kann und bricht. In der Folge könnte das Schwergut ins Rutschen kommen oder sogar herunterfallen. Doch mit Hilfe der Seile sollte es funktionieren. Der Nachteil der Schwerlastgurte ist ein erhöhter Verschleiß. Die Gurte müssen nach mehreren Einsätzen ausgetauscht werden und sind somit kostenintensiver als verschleißbare Schäkel. Also die Kiste hängt jetzt, hängt einigermaßen gut. Wir haben nur ganz langsam hochgehoben, ohne Ruck, ohne alles. Jetzt fährt der Muffi einmal unter, dann ohne groß Theater. Mit viel Gefühl und hochkonzentriert lenkt Ingo den Pickypacker. Die Gurte halten, die Kiste hängt sicher am Spreader. Lass mal langsam runter. Warte, Finger weg! Problem gelöst. Die Verladung der Kiste ist dann Routine und in wenigen Minuten erledigt. Wunderbar, lassen wir so. Kannst ablassen. Ja, die Kiste ist verladen, hat alles geklappt, Gott sei Dank. Marsch, marsch, wir sind im Verzug. Ingo Schmidt eilt weiter. Die nächste Herausforderung wartet schon auf ihn. Rund 5,6 Kilometer weiter westlich liegt der Nordlandkai, der auch Finnlandzentrum genannt wird, weil hier massenweise finnische Papierprodukte angeliefert werden. Der Nordlandkai ist ein Multifunktionsterminal, das neben rollender Ladung auch Container und Schwergut umschlagen kann und für die Lagerung von Forstprodukten genutzt wird. Mehrmals die Woche legen hier Schiffe aus Finnland an, die Produkte für die papierverarbeitende Industrie geladen haben. Innerhalb kürzester Zeit müssen die Frachter entladen werden. Die Fahrer brauchen dafür eine Spezialausbildung, denn die tonnenschweren Rollen sind nicht nur teuer, sondern auch sehr empfindlich. Zu hoher Druck beim Zugriff oder ein Regenguss und der Schaden geht in die Tausende. Ausbilder Axel Dunklau bildet heute Nachwuchsfahrer Sergen Dogan aus. Wie jeden Morgen in Betriebnahme, bevor wir hier loslegen, haben wir schon des Öfteren gemacht. Heute wieder mit einem 8-Tonnen-Stapler, Langmaster und diesmal eine G-Klamme dran. Also ich würde direkt mit der UVV-Plakette anfangen. Die haben wir einmal hier an der Klammer, wahrscheinlich jetzt an der Unterseite. Falls die schon abgelaufen ist, dann brauche ich den Stapler gar nicht zu fahren, würde ich direkt in die Werkstatt abgeben. Aber genau. Hier sind sie alle noch im grünen Bereich. Schau, ob die Radmuttern alle vorhanden sind. Genau wie die Ölablassschraube ist alles vorhanden. Ist auch fest soweit, keine Leckagen. Genau. Die Theorie beherrscht Sergen Dogan. Doch erst die Praxis wird zeigen, ob er das Gelernte auch in die Praxis umsetzen kann. Ich will auch nur, dass mein Ausbilder heute zufrieden ist mit mir, mehr nicht. Das sehen wir dann, wenn die Schicht rum ist. Ich denke mal, heute ist das wirklich, weil wir das erste Mal von der Kassette aus abstapeln. Das heißt, die richtigen Drücke, richtig, wenn es geht, mittig klammern. Und ja, das ist das, was heute auf dem Programm liegt. Die 6-wöchige Spezialausbildung beinhaltet einen praktischen und einen theoretischen Teil. Ähnlich wie beim Autoführerschein. Ein besonders wichtiges Kriterium: der Fahrer muss perfekt mit dem Fahrzeug umgehen können. Dann würde ich sagen, fährst du rüber bitte auf die Wasserseite. Da steht die Kassette mit Rollen.
da lagerst du gleich in die Halle rein. Okay. Ich komme zu Fuß rüber. Okay. Das kriege ich. Dann los. Okay. Auf der anderen Seite der Halle warten tonnenschwere Kartonrollen. Äußerlich sind sie kaum zu unterscheiden, doch jede muss gesondert behandelt werden. Ja, einmal vorher, bevor wir anfangen, beziehungsweise du, wir haben ja unterschiedliche Rollen, wir haben unterschiedliche Kartonrollen, Kartonagen, ja, mit unterschiedlichen Labeln auch. Und wir haben unterschiedliche Klammerdrücke, zum Beispiel Stufe 0 ist bei der G-Klammer. Mit zwei Backen geklammert ist das 0 bis 1500 Kilogramm. Hast du eine Rolle, die jetzt mehr wiegt, so wie diese hier 1648, dann musst du auf Stufe 1 klammern. Das ist bis 2200 Kilo. Also Rollen, die bis 2,2 Tonnen wiegen, klammerst du mit Stufe 1. Hast du eine Rolle, die drüber liegt, klammerst du halt mit Stufe 2. Die geht bis 3,5 Tonnen. Und ganz schwerere Rollen, die über 3,5 Tonnen wiegen, die klammerst du mit Stufe 3, das ist dann bis 4,5 Tonnen. Fehler kann man hier viele machen. Passieren sollten sie nicht, denn das wird schnell teuer. Wenn Ente jetzt ihre Rolle falsch klammert mit einem zu hohen Klammerdruck, dann besteht die Gefahr, dass beim Kunden, also beim Empfänger, dann festgestellt wird, dass sie eine Unwucht hat. Klammert er mit dem falschen Druck, mit dem zu niedrigeren Druck, besteht hier die Gefahr, dass die Rolle rausfällt. Unser Chef sagt immer gerne, eine Tonne 1000 Euro Schaden. Also das ist schon was, wenn man überlegt, wie viele Rollen hier pro Tag bewegt werden, wenn da nicht drauf geachtet wird, das können schon ein paar tausend Euro sein pro Tag. Okay, jo, dann leg mal los. Geh los. Die Kartonrollen, aus denen später Verpackungen entstehen, werden bis zum Weitertransport im Hafen zwischengelagert. Jetzt muss Sergen zeigen, was er gelernt hat. Auch das Wetter muss er im Blick behalten. Wird die Ware nass, ist sie für die Weiterverarbeitung unbrauchbar. Doch es gilt noch mehr zu beachten. Wenn du die Rolle nicht gleich beim ersten Mal exakt aufsetzt, dann versuchen die neuen Kollegen immer durch vor, zurück und die Rolle richtig aufzustellen. Das kann man vermeiden, indem man die Klammer ein bisschen, die kann man drehen mit der Rolle. Dann versuchst du es so oder durch Ab- oder Antoppen des Mastes, versuchst du das, diese 1-2 cm auszugleichen. Meistens funktioniert das, ohne dass du groß die Räder drehst und vor, zurück, geht auch viel schneller. Du fährst ran, guckst, passt nicht genau, zack, zack, antoppen, abtoppen, Klammer drehen, absetzen, fertig. Das dauert ein bisschen, aber er ist erlernfähig. Sergen schlägt sich gut. Doch Ausbilder Axel hat für jeden Vorgang mindestens einen Tipp auf Lager. Wenn du die Klammer öffnest, springt die Klammer, mhm, dass du da dieses Mittelmaß findest, wie du, dass du ein bisschen nachdrückst, dann springt die Klammer nicht so hoch. Okay. Kannst du nämlich mit der Backe auch gleich die Rolle kaputt machen. Ja. Aber das dauert, da ist jede Klammer anders. Beim zweiten, dritten Mal weißt du, wie das geht. Okay. Okay, dann hol mal bitte die nächste. Alles klar. Und immer oben rauf. Nach oben, jo, sind ja keine Grenzen gesetzt. Alles klar. Okay. Bis zu 370 Lkw und 22 Eisenbahnwaggons werden in Lübeck mit Forstprodukten beladen. Pro Tag. Damit fungiert der Hafen als Drehscheibe für weite Teile der europäischen Forstprodukteindustrie. Mit seiner ausgefeilten Logistik und seinen speziell geschulten Arbeitskräften gelang der Aufstieg zu Europas größtem Forstproduktehafen. Ganze 11 Kilometer weiter, direkt an der Travemündung, liegt der Skandinavienkai. Mit einer Fläche von 66,9 Hektar ist der Kai das größte Terminal der Lübecker Häfen und gleichzeitig einer der größten Fahrhäfen Europas. Jährlich ist er Ausgangspunkt für weit mehr als 400.000 Passagiere. Nicht alle Reisenden kommen mit ihrem eigenen Auto, manche wollen auch zu Fuß auf die Fähre. Damit sie dort pünktlich ankommen, kümmert sich Olli Gerlach als Mitarbeiter der Abfertigung um den Transport der Fußgänger. Wie viele es jeden Tag sind, erfährt er an der Leitstelle. Hallo Susanne. Na, Olli. Wie viele Fußgänger haben wir jetzt? Wir haben jetzt 5 da. 5? Die sollten eigentlich alle unten sein. Sind alle unten und fehlen noch Fußgänger? Dann fehlen noch, warte mal. Ja, 7 fehlen dann noch, ne? 7 fehlen ja, noch? Ja, das heißt, du müsstest vielleicht noch mal fahren nachher. Oder wir warten noch bis 10 nach 9 und dann. Können wir auch machen. Dann warten wir bis 10 nach 9, ja, weil dann wäre sowieso genau, Deadline. Ist ja sowieso noch zeitig, ne? Ähnlich wie beim Flugzeug ist hier natürlich eine Deadline, weil man hier sein muss. Das ist eigentlich 9 Uhr spätestens. Und ja, anschließend, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben.
Eine halbe Stunde bevor die Fähre Niels Holgersen den Lübecker Hafen verlässt, fährt Olli die Fußgänger zum Terminal. Heute sind es gerade einmal 5 Passagiere. Dabei kann die Fähre der Lübecker Fährreederei TT-Linie bis zu 744 Passagiere an Bord nehmen. Doch auch bei wenigen Passagieren können Dinge schiefgehen. Ich habe eine Information bekommen, dass noch 2 Fußgänger gekommen sind jetzt. Leider zu spät. Für mich auch nicht mehr möglich, jetzt hochzufahren, ohne hier den Ablauf zu gefährden. Deshalb habe ich den Vormann angefunkt. Der fährt jetzt hoch und holt die beiden Passagiere, sodass sie noch pünktlich hier am Schiff sind und ich hier auch alles weiter organisatorische regeln kann. Damit Olli sich um das Einchecken seiner Passagiere kümmern kann, gibt es am Terminal immer einen zweiten Vormann, der für solche Probleme bereitsteht. By one, okay. Ja, bitte? Könnte ein Vormann sein, der jetzt hochgefahren ist, irgendwie sind die beiden jetzt verschwunden. Könnte sein, dass vielleicht unten 2 Herren ohne Ticket tauchen. Kann er vielleicht mal schauen, das sind recht junge Herren. Mit Rucksack und gutem Freund. Und die haben jetzt kein Ticket? Nee, ich habe gesagt, er soll ins Büro kommen. Wir haben es erklären können, dass wir doch jemanden zum Fahren hatten. Dann würde ich denen ja das Ticket geben wollen, aber ich finde sie nicht mehr. Ich habe sie vorhin gesehen, jetzt waren sie sehr schnell weg. Und ich könnte mir denken, dass sie vielleicht schon unten sind. Ja, alles klar. Jetzt wird's spannend. Die beiden haben das wohl nicht verstanden, dass sie noch Tickets kaufen müssen. So wie das jetzt, und sind ohne Ticket nach unten gegangen. Und müssen jetzt wieder nach oben. Da das Büro oben ja nur mit 2 Personen besetzt ist, haben die nicht die Möglichkeit, denen zu folgen. Jetzt muss ich unserem Vormann wieder Bescheid sagen, dass er den beiden Bescheid sagt, dass sie noch Tickets kaufen müssen. Sehr spannend heute. So. Neben dem Personenverkehr werden am Skandinavien-Kai auch Container und Sattelauflieger auf Fähren geladen, die mit Eisenbahnwaggons angeliefert werden. Hierfür wurde im Jahr 2003 das Baltic Rail Gate gebaut. Es verfügt über 6 Verladegleise mit jeweils 600 Meter Länge, auf der 240 Ladeeinheiten pro Stunde entladen und 22 Züge pro Woche abgefertigt werden. Pro Tag können auf diese Weise 120.000 Tonnen Ladung umgeschlagen werden. Heute kommt, nur 2 Stunden vor dem Auslaufen der Fähre Niels Holgersen, noch ein Zug an, dessen Ladeeinheiten auf das Schiff verladen werden müssen. Auch hier drängt die Zeit. Doch der Vorabcheck ist Pflicht. Wir fangen jetzt an, die Einheiten vom Zug zu checken. Gucken, ob die Schäden haben. Oder auch entweder Plattfuß, allgemein, was sie jetzt haben da. Ne? Müssen wir darauf achten. Alles eintragen hier. Stützbeine sind in Ordnung. Mit dem Check wird dokumentiert, welche Schäden vorhanden waren, bevor etwas bewegt wurde. Aber es wird auch geprüft, ob die Sattelauflieger, sprich Trailer, überhaupt verladefähig sind. Das wird nur dokumentiert. Wenn es extrem schlimm ist, dann müssen wir das festhalten. Und dann wird der Trailer gesperrt, dass er erst kontrolliert wird, ob er repariert werden kann oder nicht. Oder ob er so einfach weiterläuft. Während die einen hinten noch prüfen, werden vorne schon die ersten Auflieger vom Zug geholt. Das geht im Minutentakt. Denn jede Einheit, die es nicht auf die Fähre schafft, führt zu Papierkram und Ausfallkosten. Das Team ist diesen Zeitdruck gewöhnt und pariert ihn mit eingespielter Routine. Der Konzentration darf das aber keinen Abbruch tun, sonst wird es schnell gefährlich. Das gilt insbesondere auch für den Portalkranführer, der das schwere Gut am Haken hat. Ja, also wenn er halt beladen ist, so ein Trailer, und der halt irgendwie 24 Tonnen geladen hat oder im Container 24 Tonnen geladen hat, wenn man sich vorstellt, eben so ein Auto, so ein Mittelklassewagen wiegt ungefähr 2 Tonnen, etwas, ja, oder 1,8 irgendwie so. Wenn man sich dann vorstellt, 24 Tonnen in so einem Container, dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele Autos das sind. Kann man beim Trailerklammern schon vorkommen, dass der irgendwie unter der Greifkante, dass der irgendwie richtig sitzt oder so. Aber du hast da Lampen oben drauf, rot, gelb und grün, und dann zeigt dir das halt schon an. Die Trailer müssen in einer bestimmten Reihenfolge auf das Schiff und sind auf dem Zug entsprechend geordnet. Doch heute stimmt etwas nicht. Also muss improvisiert werden. Wir müssen jetzt als nächstes von dem Rhein-Neckar mal den PONB 7071 am Ende runternehmen. Der steht auf Wagen 3583.
Der wird fürs Schiff gebraucht. Den bitte als nächstes runternehmen. Alles klar, Frau Kümmer. Sie hat mir angesagt, dass der Trailer unbedingt runter muss, weil der direkt aufs Schiff muss. Das Team muss sich ranhalten, denn die Fähre wird den Hafen für ihre Passagiere pünktlich nach Plan verlassen. Denn jede Minute Verspätung kann ihrer Weiterreise schaden. An solchen Tagen spielt das Logistikteam des Baltic Railgate seine ganze Routine aus. Mit jeder Ladeeinheit, die umgeschlagen wird, holt das Team ein wenig Zeit auf. Ja. In nur einer halben Stunde muss der komplette Zug entladen werden. Nach gut 20 Minuten sind nur noch 3 Trailer übrig. Ja, trotz Verspätung alles rechtzeitig runtergekriegt. Zug war in einer halben Stunde leer. Jetzt kann alles schön aufs Schiff verladen werden. Hat trotzdem noch gut geklappt. Der Zug ist nach Zeitplan abgeladen. Trotz kleiner Schwierigkeiten. Doch das heißt nicht, dass es jede Frachteinheit auch pünktlich auf die Fähre schafft. Denn nun müssen alle Trailer noch auf das Schiff gefahren werden. Darum kümmert sich Klaus Maat. Er ist Tugmasterfahrer am Skandinavienkai. Bevor es losgeht, muss er sich seinen Auftrag abholen. Denn eines gilt es auf jeden Fall zu vermeiden: die falschen Trailer auf das Schiff zu fahren. Hallo Thomas, wie sieht's aus? Schiff voll? Löschen jetzt? Laden. Das ist wieder eng wie immer, ne? Eng wie immer. Welche Nummer soll ich denn holen, Thomas? 57, wir fangen schon mal mit dem Keller an. 57, ich fange mit dem Keller, selbstverständlich. Ja. Fahr los. Alles klar. Da die Fähre schon gelöscht wurde, muss Klaus Maat heute nur laden. Die Trailer, die auf die Fähre müssen, hat das Team der Baltic Railgate in der richtigen Reihenfolge bereitgestellt. Auch das spart wertvolle Zeit. Im Minutentakt werden die Auflieger nun an das Zugfahrzeug angekoppelt. Dann noch die Stützen hochkurbeln und ab geht's in Richtung Anleger, wo die Niels Holgersen bereitsteht. Diesen Job am Skandinavienkai dürfen ausschließlich Fahrer mit jahrelanger Erfahrung machen. Denn ununterbrochen muss auf engstem Raum rangiert werden. Die ersten Trailer gehen runter in den sogenannten Keller. Das ist das tiefste Deck des Schiffes. Dort warten bereits die Einweiser. Sie geben mit Trillerpfeife und Handzeichen Kommandos und helfen den Fahrern beim Abkoppeln der Auflieger. Auch das sorgt für einen reibungslosen Ablauf. Bis zu 168 Trailer kann die Fähre Niels Holgersen maximal aufnehmen. Um sie in dem engen Zeitfenster von 2 Stunden an Bord zu bekommen, sind viele Zugmaschinen gleichzeitig im Einsatz. Besonders auf der Fähre wird es dann eng. Die Fahrer müssen also absolut stressfest sein und auch unter hohem Zeitdruck jederzeit ruhig bleiben und hochpräzise fahren. Ja, läuft alles, steht und wir müssen jetzt aber Gas geben, sonst wird's eng. Heißt im Klartext, nicht quatschen, fahren. Während im Bauch der Niels Holgersen ein Trailer nach dem anderen geparkt wird, hat Oliver Gerlach nach wie vor ein ungeklärtes Passagierproblem. Ja, das sind 2 Jüngere, aber da müssen noch 2 Dunkelhäutige sein und die, weiß nicht, ob die da vor Ort sind oder ob die verschwunden sind. Wenn die noch da sind, die müssen noch mal ins TT-Büro. Dann werden sie wohl verloren haben. René, bitte. Ja, bitte. Ja, also Ole, der Vormann hat sie nicht gefunden. Das heißt, den haben sie verloren. So sieht das aus, da haben sie Pech. Ja, alles klar, verstanden. 5 Fußgänger für mich. Das bleibt mir bei 5. 2 sind wohl noch aufgetaucht oder auch nicht. Ist wieder verschwunden, die sind jetzt weg. Es bleibt okay. Also bei 5.
Alles gut, danke. Okay, Christiane. Ich wünsche dir einen schönen Tag, Olli. Schöne Überfahrt. Danke. Tschüss. Tschüss. Trotz aller Mühen konnten die zwei Passagiere nicht mehr gefunden werden. Doch es gäbe da noch einen Plan B. Ja, wenn die sich noch mal wieder melden, hätten sie natürlich die Chance, wenn heute Abend noch Platz ist, dass sie heute Abend mitfahren, wobei das wesentlich teurer ist, weil sie eine Kabine nehmen müssten. Ansonsten müssten sie morgen mitfahren, wenn noch Platz auf dem Schiff ist. Für die Passagiere gilt also das Gleiche wie für Frachtgut. Zu spät kommen kann teuer werden. Doch in der Logistik läuft alles nach Plan. Die Fahrer haben den Zeitplan gehalten und auch der letzte Trailer schafft es noch auf das Schiff. Nach insgesamt 2 Stunden Liegezeit beginnt das Ablegemanöver. Und die Fähre Niels Holgersen verlässt auf die Minute pünktlich um 9.50 Uhr den Skandinavienkai des Lübecker Hafens. Gut 9 Stunden wird die Fähre nun auf der Ostsee unterwegs sein, bis sie in ihrem Zielhafen Trelleborg eintrifft. Bis sie dann am nächsten Tag wieder in ihrem Heimathafen Lübeck erwartet wird. Und die Abfertigung von vorne beginnt. Sieben Kilometer südwestlich des Skandinavienkais am Terminal Schlutup stellen sich ganz andere Aufgaben. Hier werden tausende tonnenschwere Rollen Papier und Karton umgeschlagen. Überwiegend aus schwedischer Produktion. Der Auszubildende Sergen Dogan holt sich zusammen mit seinem Ausbilder Axel Dunklau den nächsten Auftrag ab. Hallo, Janneke. Hallo. Wir würden gerne Containerbeladung machen. Wie sieht denn das aus? Hast du da was ja, für uns? Ja, guck ich mal. Das ist nett. Hier habe ich eine 6er-Partie. Die sind noch nicht aufgesetzt, haben dann aber übermorgen VGM. Okay. Damit könnt ihr. Dann nehmen wir den mal mit. Ich danke dir. Genau, gerne. Okay, das gucken wir uns gleich mal draußen an. Ja, ne? Alles klar. Okay. Tschüss. Tschüss. So, wir haben uns jetzt mal Papiere, eine Verladeanweisung für einen Container geholt. Wir werden jetzt Container-Beladung machen. Das heißt, der Reachstecker setzt den Container ab. Wir haben einen kleinen Stapler und werden damit die Rollen in den Container setzen. Wir haben das nämlich noch nicht gemacht. Mit wir meint Ausbilder Dunklau seinen Auszubildenden. Der muss jetzt unter Beweis stellen, dass er die Aufgabe lösen kann. Mit einem für ihn neuen Fahrzeug. So, hier haben wir jetzt was ganz anderes. Wie du siehst, ein bisschen kleiner von der Sache her. Das ist eben der Stapler, mit dem die Container beladen werden. Okay. Der hat einen ganz kurzen Mast. Sonst könntest du ja nicht in den Container reinfahren. Ja. Was du beachten musst, ist, dass der nicht wie die Linde-Stapler, dass der beim Bremsen, hier wirst du ja auch wie bei dem anderen Stapler Gas wegnimmt, der läuft ein bisschen nach. Also ein bisschen aufpassen, das kommt sonst vor, dass du mit der Klammer gegen die Rollen fährst. Okay. Ich sag ja, wenn man da jetzt 2, 3 Rollen mit in den Container reingefahren hat, dann hat man das drin. Das ist so. Aber eigentlich zu Unfällen kommt es überhaupt nicht, nein. Ich bin leicht nervös, ja, weil es jetzt das erste Mal ist, dass ich so einen Stapler bediene. Aber ich bin guter Dinge, fahren kann ich. Ich werde es ausprobieren. Ich hoffe einfach, dass nichts kaputt geht. Andersrum. Bevor es losgeht, macht sich Sergen Dogan mit dem Gerät vertraut. Was funktioniert hier wie? Jo. Okay, soweit sind wir durch. Alles kapiert? Ja. Gut, dann fährst du bitte jetzt raus zum Container. Die Kassette wird gleich hingestellt und dann fangen wir da an. Okay. Ich komme dann da gleich hin. Alles klar. Ne? Okay. Während sich Sergen mit dem neuen Stapler vertraut macht, werden vor den Hallen des gut 26 Hektar großen Geländes mit einem Pickypacker Container hergerichtet. Ein wenig abseits, damit der Azubi Platz zum Üben hat. Hier sollen die Rollen nun rein. Ganz wichtig, auch diese Rollen müssen abhängig von Gewicht und Inhalt mit dem genau richtigen Druck geklammert werden. Sonst nimmt die wertvolle Ware Schaden. Okay, wir werden noch mal einmal das Label durchgehen. Ist ja im Grunde genau dasselbe wie bei dem anderen vorhin. Die Rolle ist natürlich wesentlich leichter. Die Rolle ist im Durchmesser dafür 1,50 Meter und dafür nur 63,5 cm hoch, also kleiner. Kannst du also locker gleich, nimmst du 2 Stück
und dann hinein damit. Okay. Ja, ja, und fängst, wenn du nachher im Container reinfährst, links an der Wand anfangen und dann immer versetzt stellen. Du siehst ja, ne? Ich komme nachher mit rein und guck auch hinten denn. Alles klar. Okay. Gut. Dann fangen wir an. Jo. Tiefer. Kleines Stück tiefer. Jo. Schön mittig klammern. Siehst du ja, wenn es geht, nicht an der Rolle dran. Ja. Lieber noch einmal zurückfahren. Gucken, dafür hast du ja den roten Strich, dass du genau siehst, Backenmitte, ja. Rollenmitte. Alles klar. Ne? Nicht zu hoch klammern, sonst kann die untere halt rausfahren. Okay. Okay, wenn du meinst, du bist weit genug dran, dann genau. Was einfach aussieht, hat seine Tücken. Ausbilder Axel Dunklau warnt seinen Azubi vor sämtlichen Gefahrenstellen. Aus Erfahrung weiß er, wo die empfindliche Ware schnell Schaden nimmt. Bevor du mit den Rädern auf die Rampe kommst, ist die Rolle natürlich schon beinahe im Container, dass du anhebst, sonst schredderst du über den Fußboden. Alles klar. Na? Okay. Womit die Rolle nicht mehr weiterverkauft werden könnte. Wert eines voll beladenen Containers? Rund 40.000 Euro. So, jetzt noch mal gegen. Okay. Wunderbar. Das ist natürlich unterschiedlich. Wir haben Container, die kriegen Rollen, die sind 80 Durchmesser. Da gehen 36, 38 Stück rein, ob du doppelt oder dreifach stellst. Oder so wie hier versetzt werden wahrscheinlich 22 reingehen. Das ist alles unterschiedlich. Klammer zu. Fahren können ist also nicht alles. Es gehört auch viel Wissen dazu. Wo liegt das maximale Gesamtgewicht des Containers? Wie viele Rollen passen rein? Und auch auf den Zustand der Container sollten die Fahrer achten. Von den Lärm und Knacken und Knirschen lässt du dich natürlich nicht beeinflussen. Das ist der Fußboden. Selbstverständlich nicht. Es kommt vor, dass du mal einsackst mit dem Rad, dann ist der auch kaputt. Dann muss der Fußboden repariert werden. Ja. Dann wird er auch wieder entladen. Okay. Also, nicht wundern. Ist schon sehr ungewohnt auf jeden Fall. Man hat schon ein bisschen Angst, dass man irgendwas kaputt macht. Gerade wenn man hinten an der Wand anfängt mit der ersten Rolle. Man will vorsichtig ranfahren. Natürlich kann dadurch auch eine Rolle kaputt gehen, wenn man zu schnell ranfährt. Und ja, es ist sehr eng, man sieht wirklich wenig und gerade mit der umgedrehten Klammer ist das dann halt so, ja, ist sehr unübersichtlich das Ganze. Ne? Konzentration ist gefragt, denn schon ein Kantenschaden macht den Weiterverkauf unmöglich. Nach ein paar Rollen ist Zeit für ausführliches Feedback. Was hat dir gefallen, was hat dir nicht so gefallen? Also ich bin grundsätzlich zufrieden mit meiner Leistung heute. Zum ersten Mal in Container beladen. Ich würde sagen, das ist ganz gut gelaufen für das erste Mal. Klar, die Routine wird das nachher festigen, aber ja, grundsätzlich bin ich ganz zufrieden. Okay, zufrieden bin ich auch fürs erste Mal. Ein bisschen darauf achten, dass du sie nicht zu doll ran drückst, weil unten sind auch Kanten manchmal in den Containern, dann ist der Kantenschaden vorprogrammiert. Sonst alles gut, alles super. Man lernt nicht aus, ne? Und ja, man kann jetzt natürlich auch woanders eingesetzt werden. Man hat wieder was dazugelernt. Jo. Ein erfolgreicher Übungstag geht zu Ende. Zusammen mit einer ganzen Armada von Fahrern geht es für die zwei in den wohlverdienten Feierabend. Gegenüber am anderen Traveufer am Seelandkai ist die Verladung noch in vollem Gang. Das Terminal ist auf die Abfertigung von sogenannten Conroe-Schiffen spezialisiert, die Container und rollende Güter gleichzeitig laden können. Vormann Ingo Schmidt muss Schwergut auf die Borsch Sea verladen. Die Hälfte ist geschafft, aber wurde auch sauber gearbeitet? Hier sieht man jetzt die Einheiten, die schon geladen worden sind. Die Lascher laschen die Einheiten fest. Als Vormann trägt Ingo Schmidt die Verantwortung. Kommt ein Trailer später auf See ins Rutschen, kann das eine Kettenreaktion auslösen. Meine Aufgabe ist es natürlich auch, nachzuschauen, ob die Lascher das alles ordnungsgemäß festgemacht haben. Darum gehe ich jetzt einmal durch die Reihen, gucke, ob die Trailer alle fest sind.
Weil wenn es auf See nachher ein bisschen holprig wird und die Ladung fällt zusammen, dann gibt es richtige Ärger. Damit das nicht passiert, werden die Trailer auf den Schiffen bombenfest verzurrt. Die Glieder der Stahlketten, die dafür genutzt werden, haben eine Stärke von 4 cm. Das allerdings macht sie auch extrem schwer. Harte Arbeit, die Ketten hier rauszureißen aus den Kisten, sehr schwere Arbeit. Also der Kollege hat am Schichtende ca. 8 Tonnen bewegt, alleine. Neben viel Kraft und Ausdauer ist vor allem eines gefragt, koordiniertes Arbeiten. Denn jeder hier hat seine ganz spezielle Aufgabe. Der eine reißt die Ketten raus und wirft sie mit den Schäkeln dorthin, wo sie gebraucht werden. Anschließend bringen die Fahrer die Trailer in Position. Der nächste verzurrt die tonnenschweren Auflieger am Stahldeck des Schiffes. Und der letzte schraubt fest, bis nichts mehr geht. Nur wenn alle im richtigen Tempo zusammenarbeiten, ist der Zeitplan zu halten. Doch das ist noch längst nicht alles. Die verschiedenen IMO-Klassen, die dürfen nur bestimmt nebeneinander stehen. Es müssen bestimmte Abstände eingehalten werden. Das ist Aufgabe des Haupteinweisers und des Einweisers. Um die Container vorschriftsmäßig positionieren zu können, müssen die Teams also jeden Container mit Gefahrgut kennen. Ermessensspielraum gleich null. Das sind ätzende Stoffe zum Beispiel. Die müssen dann 12 Meter auseinandergehalten zu dem anderen Container, der Klasse 2 hatte. Da gibt es so bestimmte Regeln, die natürlich eingehalten werden müssen. Ansonsten gibt es Ärger. Doch so leicht bringt den Vormann nichts mehr aus der Ruhe. Dafür hat er schlicht zu viel Erfahrung. Ich fahre seit meinem 18. Lebensjahr fahre ich Kran, früher Autokran. Heute hier im Hafen Containerbrücke, Reachsticker. Das war eigentlich immer so mein Job. Und ja, darum bin ich dann nachher vor 26,5 Jahren im Hafen gekommen. Inzwischen ist der Hafen für Ingo seine zweite Heimat. Auch von der zweiten Schicht, die er nun einweist, kennt er jedes Teammitglied. Also sieht so aus, Schiff ist jetzt endlich da. Und Leute sind eingeteilt und jetzt müssen wir natürlich anständig Gas geben, damit wir die Zeit einigermaßen aufholen können, damit das Schiff wieder im Fahrplan kommt. So, meine Herren, wollen wir? Das zweite Schiff ist mit ordentlich Verspätung eingetroffen. Die Mannschaft wird jetzt versuchen, den Zeitverlust reinzuholen. Ja, ein gewisser Stresspegel ist immer dabei. Aber ja, wir machen das Beste draus. Ohne Stress geht's nicht. Dazu haben wir zu viel zu tun. Die Arbeiter werden auf den Decks abgesetzt. Der Job? Die Ladung löschen. Auch Ingo packt wieder mit an. Ich fahre jetzt einmal den Kran weg. Die andere Kranbrücke bewegt sich schon. Wir müssen vorne an den Schächten müssen wir Container löschen. Und die andere Kranbrücke, die steht im Weg. Ja, wenn man hier lang fährt, muss man natürlich darauf achten, dass hier ist Kranbetrieb jetzt gleich. Die Torstapler fahren hier. Die fahren die Container zur Brücke. Die Brücke lädt sie oben aufs Schiff. Und natürlich, Großgeräte haben natürlich immer Vorfahrt. Heißt konkret, wenn sich die riesige Kranbrücke in Bewegung setzt, müssen alle anderen Platz machen. Jetzt geht's zur nächsten Baustelle. Schiff ruft schon, müssen wir hin. Unterwegs taucht aber schon das nächste Problem auf. Ein Arbeiter ist verloren gegangen. Ja. Ist immer das Gleiche. Manch einer kann die Arbeitspläne nicht lesen und dann
nach der Pause sagt man immer, alle Leute, die mit diesem Bus mitfahren, weil wir haben ja eigentlich zwei Schiffe, dann fährt ein Bus holt die Leute, sagt man jeden Tag dasselbe. Die Leute, die mit diesem Bus nach oben fahren, fahren auch bitte mit diesem wieder zurück, aber das klappt leider nie. Ingo Schmidt kümmert sich um alles zugleich. Hat er ausnahmsweise mal kein Problem zu lösen, checkt er die Lage auf dem Schiff. Alles in Ordnung, 11 Container löschen, alles ist gut, läuft wunderbar. Wetter spielt natürlich nicht mit, regnet ein bisschen, aber davon können wir es auch nicht abhalten. Wir haben es wieder, das sind auch 10 Kilo. Also im Hafen ist alles big, big, big. Für 5,5 Stunden liegt der Frachter Trika nun in Lübeck, bevor er mit Zielhafen St. Petersburg wieder ausläuft. Der Vormann checkt die Lage und verschafft sich einen Gesamtüberblick. Liegt die Mannschaft in der Zeit? Ja, da oben hatte sich ein Knacken, bisschen verklemmt, kommt ab und zu mal vor und dann müssen wir die mit Gewalt rausholen. Und jetzt geht's weiter. Nach unten, gucken, wie es läuft. Voran, voran. Doch so weit kommt der Vormann gar nicht. Ein Funkspruch trifft ein und es geht zurück aufs Pier, weil ein wichtiges Arbeitsgerät streikt. Ja, ja, ich komme mit Werkzeug runter. Das können wir machen. Ich habe hier oben noch einen Kopf und dann wechseln wir den. Ein Problem jagt das nächste. Aber auch das werden wir lösen. An einem Fahrzeug, das dringend zur Verladung von Stückgut gebraucht wird, fehlt ein Verbindungsstück. Ich habe noch einen Kopf gehabt, den habe ich jetzt abgeschraubt drinne, Werkzeug geholt und dann wollen wir mal sehen, ob wir das daran kriegen. Wieder muss auf die Schnelle eine Lösung her. Doch Ingo Schmidt kennt so ziemlich jedes Fahrzeugbauteil, das im Hafen im Einsatz ist. Das nennt man eine Duomatik, das ist ein englisches System. Da gibt es ganz viele verschiedene Sorten von, darum haben wir manchmal ein bisschen Probleme. Aber wir haben für alles Adapter und er hätte schon drauf sein müssen, weil der ist für Paldiski. Und Paldiski wird zuerst geladen, damit danach die Hanko-Ladung reinkommt. Und sonst sind wir natürlich wieder im Verzug. Ja, wir haben die Schlacht gewonnen, geht weiter. Trailer wird versenkt, weiter geht's, nächste Baustelle. Aber da wir ja das Schiff fertig machen, ist so circa 12:30 Uhr Feierabend und dann geht's ins Wochenende, ist es halt ein bisschen kürzer. Wenn man pünktlich Feierabend haben möchte, dann muss man bei Aldi an der Kasse arbeiten und nicht im Hafen. Was? Fabian, an der Brücke brennt. Was? An der Brücke brennt. Dann ja. Nimmst du den anderen Torstapler und hilfst die Jungs da ein bisschen mit. Ja, mal. Ja? Danke. Am schönsten ist, wenn alle Leute flexibel sind. Jeder kann alles fahren. Jeder hat alle Ausbildung. Das ist natürlich am einfachsten. Aber auch schwer zu erreichen. Bis ein Arbeiter im Hafen wirklich alles fahren und bewegen darf, vergehen gut und gerne 16 Jahre. Rüdiger, ich habe dir Fabian weggenommen. Dafür kriegst du Kollegen Hohmann. Aha. Und wir müssen einen Torstapler noch besetzen. Die Brücke kommt nicht hinterher. Und läuft das soweit alles? Den Umständen entsprechend läuft's. Ja. Na? Schauen wir mal auf der zweite Torstapler. Der sitzt schon drauf, das Licht leuchtet, der fährt jetzt los. Das heißt, an der Brücke geht es dann auch weiter. Wie immer am Hafen zählt vor allem eines, dass die Schiffe pünktlich auslaufen und trotz Zeitdruck alles in Ruhe und vor allem unfallfrei abläuft. Der Tag neigt sich dem Ende zu. Doch am Seelandkai der Lübecker Hafengesellschaft ist bis in den Abend Hochbetrieb. Erst wenn die Logistikmannschaft den zweiten Frachter komplett abgefertigt hat und alle Probleme gelöst sind, können die Männer an ihren Feierabend denken. Fazit ist sehr gut gelaufen, alle Probleme gelöst. Wir sind super gut im Rennen heute, hat alles gut geklappt. Wir sind alle zufrieden hier. Ja, wir haben das gut gerockt heute.
Läuft alles nach Plan, kann das Schiff trotz 3 Stunden Verspätung bei der Ankunft den Lübecker Hafen heute Nacht noch verlassen.